Der Schultrojaner ist im Oktober, November letzten Jahres durch einen Blogpost bei netzpolitik.org in die Öffentlichkeit gekommen. Der Vertrag selbst ist schon etwas länger, den die KMK mit den Verlagen ausgehandelt hatte. Es wurde das Konzept einer Software vorgestellt, die die Schulrechner dahingehend untersucht, ob urheberrechtlich geschütztes Material vorhanden ist. Problematisch Datenschutz, wie möchte man überhaupt differenzieren zwischen öffentlich Schulrechner und privatem Rechner und sowas, ist auch weg. Also der Schultrojaner als Software ist gestorben. Das Problem des Urheberrechts ist aber damit irgendwie auf die Tagesordnung gesetzt worden. Und das führt zum Beispiel in Niedersachsen dazu, dass dort die Schulleitungen jetzt angehalten werden, die Schulleitungen in Person zu unterschreiben, dass auf ihren Rechnern in der Schule kein urheberrechtlich geschütztes Material verbreitet oder verarbeitet wird. Und das setzt natürlich jetzt, es wird weitergegeben, die Verantwortung, die kompletten Schulen in einen enormen Zugzwang, sich über dieses Thema Gedanken zu machen. Und ich denke, dass gerade dort jetzt diese Thematik der Open Educational Resources und Creative Commons, wenn man es vernünftig und seriös herüberbringen kann, ein enormes Potenzial hätte. Weil im Grunde genommen damit eine Sicherheit gegeben werden könnte, wie mit Material umgegangen werden kann.